Jetzt geht's los. Hallo zusammen, hier ist der Chef Urbers und wir sind im Rune Wars Universum, nachdem ich letztes Mal hier diese Armeeerweiterungsbox der Elfen euch gezeigt habe, werde ich jetzt mit meinem kleinen Assistenten die neue Erweiterung vorstellen, und zwar die Utuk Ylan Erweiterung. Das sind aus meiner Sicht irgendwelche fiesen Dämonen, die es den Helden von Terinoth das Leben schwer machen. Aber gucken wir doch einfach mal in die Box rein, was da drin ist. Wir haben jetzt hier die Box auf dem Tisch liegen. Das Cover sieht schon sehr furchteinflößend aus. Aber das ist ja alles nur ein Spiel, oder? Ja. Okay, dann sollen wir die Box mal aufmachen, oder? Ich helfe mal mit. Genau. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Und bin schon ganz aufgeregt. Erstmal was Negatives, wie auch bei der Elfenbox. Besteht nämlich hier diese Erweiterungsbox nur aus so ziemlich lapprigen Pappkarton. Und kann man nachher nicht nutzen, um nachher die Miniaturen oder sowas reinzustellen. Ja, ist ein bisschen schade, aber gut, ist halt so. Ich helfe dir gleich. Ganz gut ist auch wie bei der Elfenbox hier das Plastik. Da kann man dann halt zum Grundieren oder sowas, also oder zum Transportieren, zumindest hier die Figuren reinstellen. Das ist ganz nett gelöst und jede verschiedene Einheiten, die zusammengehören, das sind ja immer wahrscheinlich auch wieder hier, vier verschiedene von den Infanteristen und immer vier Stück, die vier gleichen sind in einem Beutel hier enthalten. Ja, ich gebe dir gleich eine Schere. Hier. Der kleine Assistent macht parallel. Vorsichtig bitte. Genau. Die Pappmarker auf. So, also wir haben vier von den normalen Infanteristen. Dann haben wir also 4x4 sind 16 Stück. Sind immer 4 Stück hier in einem Dings drin. In einem Beutel. Das macht nichts. Leg's mal dahin. Dann haben wir 4 Reittiere. Was das genau ist, werden wir gleich mal sehen. Wir haben hier einen Held. Und wir haben hier einen, ich glaube, Kampfkoloss heißen die hier. Das sind diese großen Einheiten. Also ähnlich vergleichbar mit dem Runengolem oder mit dem Aasreiter von den Menschen bzw. von den Untoten oder den Baummensch von den Elfen. Also insgesamt 22 Plastikminiaturen. Wir haben hier diese Teile, das sind ja für die Kommandoräder. Das sind die verschiedenen Bases. Das eine ist für den Kriegskoloss, das andere ist für den Held. Das sind die ganz normalen Infanteriebases, die wir kennen. 4 Stück. Passen dann 16 Einheiten drauf. Und 2 Kavalleriebases, wo jeweils 2 berittene Modelle drauf passen. Dann haben wir, das finde ich ja das Tolle, das ist nämlich Englisch-Deutsch-Version, haben wir einmal die Aufwertungskarten in Englisch und einmal in Deutsch. Und wir haben hier die Einheitenkarten auch nochmal in Englisch und Deutsch. Falls da mal was verloren geht, dann kann man die austauschen. Und dann haben wir natürlich noch die Anleitung in Englisch und Deutsch. Gucken wir in die Deutsche ganz kurz mal rein.
Da sehen wir also einfach, wie man die Modelle zusammenbaut. Das sind auch die verschiedenen vier Varianten von den Infanteristen, die zwei Varianten von den Berittenen oder von den Reittieren, dann hier dieses Kriegskoloss und den Held. Dann haben wir hier ziemlich viel Fluff, also Hintergrund. Und hier auf der Rückseite haben wir nochmal den kompletten Inhalt. Tobsüchtige heißen die Infanteristen. Die anderen heißen Fleischfetzer. Das Kriegskoloss heißt Dornenbrecher. Und Ravos, der Nimmersatte, ist der Held. Ja, und hier haben wir das Interessante, nämlich die Aktionsräder und Modifikationsräderübersicht, was die einzelnen können. Das gucken wir uns aber nachher nochmal an. Im Detail. Es sind auf jeden Fall neue Sachen dabei. Zumindest hier ein Doppelpanikmarker sieht es so aus. Das ist ganz gut. Das ist ein Panik plus Blitzmarker. Panik plus, plus Schadensmarker. Sehr schöne Kombination. Das ist der erste Pappgussrahmen. Da sind die Kommandohalter drin, die Kommandoräder und verschiedene Marker, Gunstmarker und Verderbensmarker. Ja, da kannst du auch was machen. Und das Gute ist, das kann man auch nochmal behalten, weil die Assistenten, die können dadurch, haben sie Schablonen, um irgendwas Cooles zu malen hier. Kann man auch immer gut nutzen, oder? Ja. So, das kriegt ihr. So, dann das da hier ist für das neue Geländeteil. Das sieht schon mal böse aus. Das ist irgendein, ich weiß nicht, gucken wir mal in die Anleitung. Also, wir haben einmal hier auf der Seite haben wir einen schwelenden Wald. Das finde ich mal ganz cool, weil normalerweise haben wir normale Wälder und der Wald, der brennt. Das ist ein bisschen wie bei Battlefront, die eine Endor-Map, da brennt der Wald auch. Der schwelende Wald, Deckung 1 und am Ende jeder Runde erleidet jede Einheit in Reichweite 1 einen Schaden, also Reichweite 1 um den Wald auch drumherum. Die Frage in Reichweite 1, ob das nur die Einheiten sind drumherum oder auch die Einheiten da dran. Ich glaube, das sind auch die, die da drin sind. Und passen 6 Infanteriemodelle rein, also Infanteriebases. Und auf der Rückseite haben wir nochmal ein geplündertes Herrenhaus, was ich auch ganz gut finde. Kann man schön Ruinen auch nutzen. Und das ist befestigt 1, ist also für Nahkampf ist das ganz gut. Und Werte 10 Punkte nur einmal pro Spiel als Siegpunkte. Das ist interessant. Also das heißt, wenn man das besetzt, die erste Einheit, die das besetzt, kriegt 10 Siegpunkte. Das ist also sehr interessant. Und den Rahmen hiervon, den behalte ich mir. Schreibe auf der Rückseite noch drauf, was es ist, oder auf beiden Seiten. Und das kann man dann später mal, wenn man das hier nachbauen will, sollte man ja auch das sozusagen das Base oder das die gleiche Form haben. Genau, dankeschön. Sollte die gleiche Form haben, wie es der kleine Assistent gesagt hat. Und da kann man das dann einfach zum Beispiel auf Stuhldur oder auf Holz oder sowas einfach übertragen. Also die nicht wegschmeißen. So, was haben wir noch? Zeig mal hier das andere Geländestück noch. Genau. Was ist das? Das ist ein Knochentotem. Das sind also Felsen, da liegen irgendwelche Knochen drauf. Bisschen gruselig. Und solange sich eine Einheit in Reichweite 1 verteidigt, erhält der Angreifer todbringend für diesen Angriff. Solange sich eine Einheit in Reichweite 1 verteidigt, erhält der Angreifer todbringend für diesen Angriff. Das ist also schlecht, wenn man in der Nähe von diesem Knochentotem ist, wenn man angegriffen wird. Das ist also nicht so gut. So, dreh es mal rum. Okay. Was ist das? Weißt du es? Eine Kutsche. Genau.
und diese ein bisschen kaputt und darum ist es eine geplünderte Kutsche. Solange sich eine Einheitenreichweite 1 während eines Bogenangriffs verteidigt, erhält sie beschützt 1 für diesen Angriff. Das ist also gut. Die verbarrikadieren sich einfach dahinter, wenn sie beschossen werden und kriegen dann weniger Schaden. Das sieht ganz gut aus, gell? Das kann man bestimmt auch ganz gut nachbauen. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn noch so alles? Genau, das sind die Kommandohalter. Die müssen wir gleich mal zusammenbauen. Das macht jetzt auch nichts, dass du die alle schon rausgetrennt hast, weil wenn hier hinten steht ja immer diese Abkürzung FR02. Und dann müssen wir hier gucken, bei diesen Kommandohaltern. Hier, genau, FR02 kommt hier hin. So kann man nichts verwechseln. Die machen wir gleich mal fest. Dann haben wir noch die verschiedenen Verderbensmarker und Gunstmarker, ID-Marker und noch die Wundmarker. So, gucken wir uns ganz kurz mal die Karten an, die dabei liegen. Und zwar als erstes mal die Einheitenkarten. Wir haben hier die Tobsüchtigen. Im Englischen heißen die Berserker. Hört sich ein bisschen besser an. Das sind einmal, wie viele Tableaus man nehmen kann. 2, 4, 6, 9. Die Punktkosten dafür und die verfügbaren Aufwertungskarten. Und auf der Seite sieht man die Werte. 1 Verteidigung, 1 Lebenspunkt. Das sind also wie normale Speerträger. Die haben als Angriff einen roten und einen blauen Würfel. Und du darfst eine Wunde erleiden, um todbringend 1 für diesen Nahkampf zu bekommen. Nur 2-mal pro Nahkampf möglich. Das heißt, man kann ein Modell von einem Armeebase runternehmen und hat dann todbringend. Und dadurch fügt die Einheit dem Schadenspool einen Schaden hinzu. Ja, das kann ganz interessant sein, wenn man mehrere Armeebase nebeneinander hat, also wenn die Bedrohung hoch ist, weil das ja dann nochmal multipliziert wird. Ja, standhaft Furcht. Solange du eine Moralprobe erleidest, werden Furchtkarten so behandelt, als hätten sie ein zusätzliches Moralsymbol. Das kennt man von den Untoten. Da ist es aber standhaft Zweifel. Das sind also die ganz normalen Infanteristen. Achtung, kleiner Stat. So, dann haben wir hier die Fleischfetzer, Fleischtieres. Kann man als 2 Tableaus stellen, 4, 6, 9. Als 9 sind ja richtig teuer, 75 Punkte und haben relativ wenig Aufwertungskarten. Haben 1 Verteidigung, 3 Lebenspunkte, das ist ganz anständig. Und vor allem auch im Angriff einen roten, 2 blaue ist auch sehr gut. Dann im Nahkampf für eine Energie. Wähle einen Feind, der sich mit dir im Nahkampf befindet. Erleidet Schaden in Höhe der ausgegebenen Energie. Dadurch, dass die ja relativ viel Energie bekommen können, das sind die hier, die kriegen also hier schon mal, man kann es hier dann im Nahkampf einstellen, kriegen sie eine Energie und einen Panikmarker extra. Und wenn man dann noch 1 oder 2 erwürfelt, kann man dadurch schon relativ viel Schaden machen. Und was sehr interessant ist, das ist auch neu, bevor du deinen Kommandohalter aufdeckst, musst du ein ein Marsch mit Geschwindigkeit 1 durchführen. Also die bewegen sich auf jeden Fall schon immer 1 nach vorne. Und dann kommt hier dieses, was man hier noch eingestellt hat. Das heißt also, im besten Fall könnte man 3, also 1 nach vorne plus dann nochmal die 3 plus nochmal die 2 ist mal 6 nach vorne gegangen. Das ist schon ziemlich beachtlich. Dann haben wir hier den Dornendrescher. Das ist die große Unterstützungseinheit. Kann man als Einzelnen aufstellen. Da kostet es 18 Punkte. Das ist in Ordnung. 2, 4, 6 Stück. Relativ wenig Aufrüstungskarten. 2 Verteidigung und 5 Lebenspunkte. 2 rote, das ist gut. Wobei es vielleicht ein bisschen wenig ist für so eine große. Als Fähigkeit im Nahkampf, falls der Verteidiger einen Panikmarker hat, darfst du einen Würfel neu würfeln. Das ist natürlich sehr gut, vor allem wenn die halt nur alleine oder zu zweit stehen.
weil dadurch haben sie noch keine Wiederholungswürfe. Die Wiederholungswürfe kriegen sie erst durch weitere Tableaus in den hinteren Reihen. Also ab hier kriegen sie dann Wiederholungswürfe. Nach deiner Aktivierung erhält jeder Feind ohne Panikmarke in Reichweite 1 bis hier Rune. Also das kann sich ja noch erhöhen auf 2, 3, 4. Einen Panikmarker. Außerdem standhaft Furcht, wie auch die Berserker und Brutal 1. Gerade in Kombination mit seiner Fähigkeit nach der Aktivierung, dass jeder Feind einen Panikmarker erhält, der noch keinen hat, und dann durch das Rerollen ist es auch eine mächtige Einheit. Gucken wir mal, wie die nachher im Spiel sich schlägt. Dann haben wir hier den Held, Ravus der Nimmersatte. 40 Punkte kostet der, kann 2 Ausrüstungsgegenstände nehmen. Präsenz des Infernal. Nach dem Spielaufbau erhält jeder Feind einen Panikmarker. Also die setzen hier ziemlich auf Panik. Also das sind so die Dämonen, die ziemlich viel Furcht verursachen. Den Panik, den muss man dann erstmal abbauen dann wieder. Sehr schön. 2 Verteidigung ist nicht so gut. 7 Lebenspunkte ist relativ viel. Hat einen weißen Würfel und einen roten und einen blauen. Weiße sind immer sehr gut. Da ist nämlich Todesstoß mit dabei. Brutal 1, präzise 1, sehr gut. Standhaft Furcht 2. Also der läuft so schnell nicht weg. Und im Nahkampf darf er einmalig pro Nahkampf. Jeder Feind in Reichweite 1 erhält eine Wunde. Das ist auch gut. Vor jeder Endphase musst du eine Einheit in Reichweite 1 auswählen. Jene Einheit erleidet eine Wunde. Also dem sollte man nicht zu nahe kommen. Der verteilt gut Wunden, einfach so. Dann haben wir noch eine neue Aufstellungszone. Das ist auseinandergezogen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Da treffen hier so die Spitzen sozusagen aufeinander dann einfach. Dann haben wir hier nochmal die Geländeteile, die hatte ich ja schon mal erwähnt. Hier habe ich immer nachgelesen. Er wertet 10 Punkte nur einmal pro Spiel. Das heißt, eine Einheit muss da rein, muss dann auf dem Manöverrad die Fähigkeit auswählen, also einstellen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Held, müsste er dann in der einen Runde das so einstellen. Das Weiß kann er kombinieren mit allem. Also könnte er zum Beispiel auch im Nahkampf sein, könnte das trotzdem machen. Oder sich sammeln und das machen. Und dann kriegt man einmal zur finalen Wertung 10 Siegpunkte dazu. Das finde ich ziemlich gut. Ist auch eine nette Idee, da wird das Gelände nochmal ein bisschen wichtiger. Dann haben wir hier noch eine neue Mission, in Flammen aufgehen. Also am Anfang platziert jeder Spieler abwechselnd einen Zielmarker innerhalb von Reichweite 1 zum Spielflächenrand. Nach jeder Endphase, also vom Gegner und von der eigenen, bekommt jede Einheit innerhalb von Reichweite 1 zumindest einen Zielmarker, die Rune in Schaden, also je nachdem wie viele Runen gewürfelt wurden. Beginnt mit dem Startspieler, platziert dann jeder Spieler einen Zielmarker aus dem Vorrat innerhalb von Reichweite 1 minus die jeweilige Rune zu einem anderen Zielmarker. Das heißt, dass, was auch hier in der Überschrift ist, in Flammen aufgehen. Das ganze Spielfeld geht dann nach und nach in Flammen auf. Könnte eine sehr interessante Mission sein. Dann haben wir noch 12 von den kleinen Karten. Das sind die Aufwertungskarten. 6 davon sind für alle. Da sind auch Bekannte dabei, wie zum Beispiel der Schlachtrufer. Die Feuerrune kenne ich, glaube ich, auch. Schildwall kenne ich, glaube ich, auch. Stierbirner habe ich auch schon mal gehört. Raben, Wappenrock, glaube ich, auch. Triumphschrei, das weiß ich nicht. Kenne ich, glaube ich, noch nicht, aber gibt es wahrscheinlich auch schon. Also 6 normale, die für alle benutzt werden können. Und dann haben wir noch 6 Stück, die nur, das sieht man hier unten an dem Symbol, nur für die Utuk einsetzbar sind. Und davon 3 Stück für normale Einheiten. Kelch der Eingeweide. Die personifizierte Angst. Und unstillbarer Hunger. Und dann noch ein für Ravus der Nimmersatte. Das ist für Ravus der Nimmersatte, wenn man ihn in eine Einheit aufstellt. Das ist für den Dornentrecher, also für diese Unterstützungseinheit, als Unterstützungsdornentrecher.
Und das ist der Frontdorndrescher, wenn man ihn in der Infanterieeinheit aufstellt. Das sieht man auch ganz schön hier an den Kartenrücken. Dass hier die roten sind nur für die Utuk und die anderen sind für die anderen auch. Jetzt bauen wir mal die Einheiten zusammen, oder? Hier haben wir das erste Modell der Tobsüchtigen, in Englisch Berserker, auf dem Drehteller. Und das Modell hat zwei Handwaffen, ist in der Vorwärtsbewegung und sieht mit dem Umhang sehr agil aus. Und hier haben wir direkt das zweite zusammengebaute Modell, also die zweite Pose. Hat auch zwei Krallen, die hat er sich so umgeschnürt und ist auch nach vorwärts gerichtet, wie eigentlich die kompletten Berserker. Also da sieht man direkt, dass die auch im Nahkampf wollen. Die haben alle zwei Handwaffen in der Hand und der hat die hoch erhoben. Also die legen nicht so viel Wert auf Rüstung oder so, wie man auch hier an den Modellen sieht. Und hier ist die vierte Pose, also 16 Infanteristen, vier verschiedene Posen, davon jeweils vier Figuren. Und ja, die Verarbeitung war in Ordnung, waren trotzdem noch ein paar Gussgrad da, aber die konnten wir eigentlich relativ gut wegmachen. Und hier haben wir einen der vier Fleischfetze auf dem Drehteller. Davon gibt es zwei verschiedene Posen und die sind stark an Aliens angelehnt. Das kann man an dem Kopf ganz gut erkennen und auch an dem langen skelettartigen Schwanz. Also der Schwanz erinnert mich total an Aliens. Aber sie sehen sehr schön aus, sind keine Reittiere, sondern Bestien. Also da sitzt keiner drauf. Und die sind ziemlich schnell. Das ist der zweite von denen. Sieht auch so ein bisschen tyrannidenmäßig aus, wobei natürlich die Tyranniden auch an Aliens ein bisschen angepasst sind. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ich die bemale, weil da kann man bestimmt viel machen, gerade mit diesem Chitinpanzer oben drauf. Und hier haben wir den Dornenfetzer, die große Unterstützungseinheit. Die ist echt richtig fett. Den habe ich noch nicht komplett zusammengeklebt. Also der rechte Arm von ihm aus, den habe ich noch abgelassen. Damit man den Bauch besser bemalen kann. Aber der Rest ist angeklebt und das hat aus, weiß nicht, 5 Teilen bestanden. Super einfach, hat alles sehr gut gepasst und da waren auch sehr wenig Gussgrate zu sehen. Gefällt mir sehr gut, das Modell. Kann man bestimmt auch für andere Spiele gut einsetzen als irgendeine Monstrosität, zum Beispiel Age of Sigmar. Irgendeine Dämonenbestie oder sowas. Also gefällt mir richtig gut. Als Größenvergleich habe ich jetzt einfach mal eine Berserker daneben gestellt. Also da sieht man deutlich, der ist höher und auch viel, viel massiver als so eine normale Infanterieeinheit. Und hier haben wir den Held Ravus der Nimmersatte. Und der sieht wirklich aus wie so ein Dämonenoger, also riesig fett. Und erinnert mich ein bisschen an so ein GW-Oger, an den, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, da gibt es ja auch diesen einen riesig fetten Oger. Da erinnert er mich dran und riesig große Sense. Sieht richtig gut aus, also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und den habe ich auch schon komplett zusammengeklebt. Der bestand aus 1, 2, 3, ich glaube 4 Teilen. Sehr, sehr wenig Gussgrade, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Auch hier als Größenvergleich nochmal ein Berserker daneben. Also der ist mit der Sense doppelt so hoch und, weiß nicht, dreimal so breit oder so. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Unboxing hat euch Spaß gemacht und würde mich über eure Kommentare freuen. Und demnächst wird es dann irgendwann auch mal ein paar Bemalvideos dazu geben. Und ich würde mich freuen über euer Feedback und über ein Abo, über ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Euer Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.